So, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast, Folge 2 bei den Auserwählten. Ja, wir gucken heute mal. In der letzten Folge haben wir ja hier ein paar Sachen gesehen. Checkt's aus, falls ihr es verpasst habt in der ersten Folge. Und ja, wir sind jetzt mal hier am Recherchieren, was wir hier noch so Schönes haben. Außer Leichen. Und wir sind gespannt. Also ich bin gespannt. Bisschen aufgeregt. Und ja, warum fehlen denen allen die Köpfe? Ich meine, wir haben ja in der, da wo wir den Typen gefunden haben, der uns ja geraten hat, so schnell wie möglich hier aus dem Asylum wegzukommen. Ja, da haben wir ja ganz viele Köpfe gefunden, die im Schrank aufgereiht sind, waren. Ja. Und mich, das ist, ja, dann haben wir den Typen kennengelernt, der uns ja gesagt hat, wir sind hier sein Auserwählter. Machen wir mal die Tür zu. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so Tolles finden. Beispielsweise, ja, sowas da, was da so schönes aufblinkt. Oder Batterien. Batterien wären auch awesome. Ja, aber nee. Wir kriegen hier nur Dokumente. Murkoff Psychiatric Systems Project Warrider Mount Massive. D-d-d-d. Ist das wirklich das, was wir gerade gefunden haben? Patientinitialien CLW. Walker. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus: morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik: Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Intensive Dermaleruption, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Partialen Augen? Keine Ahnung. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherige Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Also, what? Ist das ein ehemaliger Militärangehöriger, der alte L2 und R2 gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen? Ja, das hatte ich schon mal. Ja! Moin! Er zuckt! Was haben wir hier noch? Okay, hier sind wir safe. Also von da kann also anscheinend nichts kommen, sagte er und wurde von hinten überrannt. Ja, also er ist hier noch nice am Zucken. Und am Stöhnen. Kann ich ihn irgendwie wegschieben? Hallo, Mister? Was ist denn mit dir verkehrt? Nein, 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 nein. Der hat kein Gesicht mehr.
Ich will das nicht sehen. Ja, moin, was ist denn hier los? So, wir haben jetzt wieder was Neues. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten, sie haben überlebt. Was hier geschehen ist, ist aber sie sind nur noch eine Hülle. Was ist hier geschehen? Aber sie sind nur eine Hülle. Okay. Wer weiß ja, dass der auf einen bescheuerten Fernseher guckt, auf einen leeren. Okay, jetzt weiß ich, woher er es weiß. Können die uns jetzt eigentlich noch sehen? Ihr seht alle nicht mehr so gesund aus, Freunde. Aber ihr gebt einen Fick auf, dass da jemand langläuft. Oh, Junge. Ja, ist ja gut. Könnt ihr mal aufhören? Melodie? Können wir hier erstmal die Tür wieder zu? Nee, können wir nicht. Ja, moin. Hallo? Was ist denn mit dir passiert? El Doktor. Und wieder dieser Hörer. Hier ist die Karte, die wir brauchen. Drücke die Schlüsselkarte für die Sicherheitsterminal zu nehmen. Jawoll! Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock aktualisiert. Aha. Inventar, die Schlüsselkarte für die Sicherheitsterminal. Ziel, fliehe aus der Neffenhalle, benutze die Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu... Ja, so. Okay. Okay. Gibt keine neuen Ereignisse? Das ist, ja. Wenn das mal hier nicht so dunkel wäre. Was liegt denn da unten noch? Ich hab da gerade was zwischen den Dingern aufblitzen sehen. Was ist denn hier passiert? Batterie, die nehmen wir uns. Die brauchst du ja nicht mehr, ne? Und ich bin weg. Danke. Wir haben 4 Batterien von 10. Das finde ich schon mal gut. Heißt es jetzt eigentlich, dass wir... Was ist denn hier noch? Dass wir jetzt wieder zurückkommen? Also wir haben ja jetzt die Schlüsselkarte, ne? Das sollte ja jetzt bedeuten, dass wir vorne aus dem Haupteingang raus können. Wenn das der Fall wäre... Dann wäre ich ganz schnell draußen. Der da hinten sieht gar nicht gut aus. Der sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Er ist, glaube ich, hier noch der normalste von allen. So grob. Mich würde jetzt mal interessieren, geben die einen Fick auf mich? Ja, sie geben Fick auf mich. Okay. Machen wir erstmal die Tür zu. So, er hier zuckt noch vor sich hin. Finde ich ja gut. Finde ich ja gut. Was kann ich machen? Was ist dein Problem?
Oh, bloß schnell weg hier. Bloß schnell weg hier. Raus, 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 raus. Wir haben die Schlüsselkarte. Wir verpissen uns jetzt einfach raus aus dieser Anstalt. So, mit der Schlüsselkarte kann ich doch hier vorne. Kann ich doch hier raus bestimmt, ne? Nein, kann ich nicht. Ich habe doch jetzt die Schlüsselkarte. Was ist denn jetzt euer Problem? Kann ich jetzt hier irgendwie. PC? Hä? Warte mal. Jetzt nochmal ganz kurz, ganz kurz. Ziel: Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Gut, das will ich. Benutzen Sie das Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay, ich habe jetzt die Schlüsselkarte fürs Sicherheitsterminal habe ich. Wo ist das Sicherheitsterminal? Gibt es hier jetzt noch einen anderen Zugang fürs Sicherheitsterminal? Jetzt sag mir nicht, dass das nicht der Haupteingang ist. Okay, wir orientieren. Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen L2. Wie nach hinten schauen. Kann ich ja nicht. Entschuldigung. So. Security Room. Security Room ist rechts rum. Electric Room ist unten. Ja, lass mich raten. Ich kann in den Security Room. Da würde ich dann feststellen, dass wahrscheinlich irgendwas mit dem Strom wieder nicht hinhaut. Deswegen muss ich dann danach in den Keller zum Electric Room da irgendwie da was machen. Dann muss ich wieder in den Security Room, um das Ganze. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Ich sehe es doch kommen. Security Room geht nach rechts. Electric Room ist nämlich unten im Keller. Library, die Bücherei ist oben. Recreation Hall, Cafeteria und die Kapelle ist alles oben. Ich gehe mal davon aus, alles, was oben ist, interessiert uns gar nicht. Was war das? Was war das? Ich habe gerade Steps gehört. Gut. Gehen wir mal. Alter. Gehen wir mal in den Security Room. Ganz safe. Safe and slow. Nö. Ja, super. Blut. Blut. Ja, das ist natürlich sehr nice. Nein, ich möchte es öffnen. Okay. Da will ich nicht rein. Okay. Eine Hand. Die haben sie irgendwie mit den Händen in den Toiletten. Also, ich weiß nicht, stehen die auf High Fives oder so? Also, da ist ja, ne, und so. Also, das ist ja, keine Ahnung. Witness. Zeuge. Ja, okay, wir wissen schon mal, was mit Zeugen passiert. Sie werden ausgeschaltet. Nice, nice, nice. Oh, warum gehe ich hier rein? Was ist das überhaupt für ein Raum? Ah, 121. Oh, diese Geräusche und diese Blutlachen. Ja, da liegt wieder Batterien, richtig? Batterien. Okay, wir wurden beobachtet, wie wir die Tür zugemacht haben. Er sagt, wir wurden beobachtet, wie wir hier reingegangen sind und jemand anderes hat die Tür zugemacht, nicht ich. Ja, hat sich das gelohnt für die Batterie? Ich glaube nicht. Hallo? Hallo? Okay, hier ist der Security-Raum. Wir checken jetzt einmal ganz kurz. Da vorne ist. Der Typ ist doch von da nach da gerannt. Der ist doch irgendwie da reingerannt. Wir checken trotzdem jetzt mal ganz kurz, ob der Security-Raum auch wirklich sicher ist.
Okay, da liegt ein Wachmann. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, bei dem Wachmann noch eine Waffe zu besorgen. Hallo? Hallo? Können wir die Tür auch wieder schließen? They lie. Okay, sie haben gelogen. Wer ist jetzt mit der gemeint? Oder they? Oder sonstige? Verstecken. Oh, ich kann mich hier drin verstecken. Okidoki. So, hier haben wir ein paar Überwachungskameras. Sehen wir irgendwelche Aktivitäten auf den Camps? Ich sehe jetzt erstmal keine, aber ich habe auch manchmal dafür nicht das passende, die Augen dafür. So, drücke, um Haupteingang zu öffnen. Ja, gib alles schön ein. Exercising Security System. Accessing. Ich verstecke mich mal ganz kurz. Ja. Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über den. Über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. What? Als ob ich jetzt hier rausgehe. Ey, jetzt hat er den Strom abgeschaltet, die dumme Sau. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich. Also, Hide and Seek. Ja. Und ja. Okay, also probieren wir jetzt erstmal raus. Okay, er ist nach da gegangen, das heißt, ich kann unbeschwert nach hier gehen. Richtig? Richtig. Hier waren die Toilets. So, ich muss in den Electric Room. Wie angedacht, darf ich jetzt nach unten gehen, weil der Wichser, der uns ja unten auch entgegengenommen hat, der meinte zu uns, dass wir der Auserwählte sein. Oh, gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten, wo ich mich eigentlich auch verstecken kann, so irgendwie? Notiz, nee, nicht Notiz, Dokument. MK Ultra CIA Mord unter Hypnose. What? MK Ultra Programm, CIA Dokument Nummer 190691, S.1 Auszug an Akte, betreff hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado, auch nicht schlecht, mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorgegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglicher Feuerwaffe zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu
töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden die beiden geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Ja! Da könnte man jetzt sagen, das ist natürlich auch militärisch eine schöne Taktik. Leute, die dann im Nachgang nichts davon wissen, so zu beeinflussen. Nice CIA-Taktik. So, gibt's denn hier noch zufällig Batterieschen? Nope, nope und nochmals nope. Drücke X, während du dich auf ein Hindernis bewegst, um darüber hinwegzulaufen. Ein Problem ist, ich sehe mal wieder nix. Who's there? Da ist niemand. Shit, Alter, die Batterie, ich muss sie jetzt wechseln. Okay. Scheint nochmal recht intensiv zu werden zum Schluss der Folge. Wir werden jetzt mal gucken, was uns jetzt hier drin noch erwartet. Wie lange ist das denn überhaupt schon? Ja, nee, ist ja noch gar nicht Schluss. Haha, aber kurz vorm Ende der zweiten Folge. Kannst du hier hochklettern? Danke. Ernst? Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Mainbreaker, Gaspump 1, Gaspump 2. Oh, Übrigens, wenn man so angespannt ist und eventuell unter Antik steht. Jeder Mensch reagiert ja darauf anders. Ich fange an zu singen. Oder blöde Witze zu machen. Pump Room. Na dann. Auf geht's in den ersten Pump Room. Hier kann ich mich verstecken. Okay, hier kann ich mich verstecken. Okay, wir starten. Okay. Was ist da los? Wer da angeklopft? Wo bist du? Du siehst mich nicht, ne? Ich bin ja hier im Dunkeln, oder? Ey, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Da ist er. Ja, moin! Was hast du denn in der Hand? Ein Knüppel mit Nägeln. So, ich dachte, ich muss da rein. Aber wir checken jetzt erstmal aus, warum läufst du da lang? Oh nein, oh nein, oh nein. Doctor. Kann ich schon wegrennen? Lass mich doch wegrennen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier wegrennen? Oh ja, hier kann ich wegrennen. Hier kann ich wegrennen. Nietzsche! Nietzsche!
Oh nein, ich brauche das Licht. Batteriewechsel. War ja mal gar nicht stressig. Nice. Ist der mir jetzt hier gefolgt oder nicht? Anscheinend ist er mir nicht komplett gefolgt. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist er jetzt noch irgendwo hier? Wo habe ich denn Versteckmöglichkeiten? Auch nicht. Okay. Also wir scheinen hier safe zu sein. Wo ist der? Gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich traue mich gerade nicht nach oben zu gehen, wa? Oh. Wo ist er hin? Ich muss ihn wirklich von hier hinten beobachten. Warte mal, hier hinten ist doch kein Licht, ne? Was hier hinten Licht? Hier ist stockduster. Also hier dürfte er mich eigentlich theoretisch nicht sehen können. Theoretisch. Alter, die Batterien gehen ja so flöten, das ist ja... Das ist ja mal richtig kacke. So, warte mal. Wir hätten jetzt doch die Möglichkeit. Also wir müssen zwei Pumpen anmachen und dann müssen wir den Main Generator wieder anschmeißen, um das Easygoing ist. So, Pumpe 1 haben wir schon mal eingeschaltet. Jetzt ist die Frage, war es die Pumpe 1 oder die Pumpe 2? Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, dass da, wo ich drauf filme gerade, dass ich da eigentlich hingemusst hätte für die Pumpe 2. War aber nicht der Fall, weil ich glaube, ich bin dann in die falsche Richtung gelaufen. So, wo läuft er jetzt lang? Er ist dumm wie Brot, ist er. Okay. Jetzt bleibt er erstmal hier. Ich gehe jetzt mal von außen und wird er nach rechts laufen. Wie kann er mich denn sehen? Scheiße. War scheiße. Das war jetzt blöd. Ja, was mache ich jetzt daraus aus den Informationen? Das war jetzt natürlich nicht so clever. Aber das Gute ist, ich habe auf jeden Fall alle meine Batteries dabei. Who's there? Niemand. Nobody.
So, ich bin nämlich vorhin gerade zugegangen und ich glaube, dass ich die Tür rein muss und die Tür rein muss. Jetzt ist die Frage, wenn der Typ von da kommt. Machen wir erstmal den Pump-Rom auf. Gucken ganz gemütlich hier rein, ob das hier auch noch ein Pump-Rom ist. Das ist auch nicht auch noch ein Pump-Rom. So, gibt es hier eine Möglichkeit, mich zu verstecken? Ja. Das heißt, wir machen es jetzt natürlich easy play. Also versuchen wir zumindest. Ob das so easy wird, ist die andere Frage. Wir starten jetzt den Pump. Rennen ganz schnell, weil wir geil sind, hier hin. Wir starten hier den Pump Room. Nice. Und verstecken uns. Einfach, weil wir es können. Und beten jetzt, dass wir die zwei Pumpen angemacht haben und dass jetzt der Typ gleich kommt, damit wir in den Main Room können, damit wir den Generator wieder anmachen können. Da ist. Ruhig. Er müsste jetzt eigentlich wieder rausgegangen sein. Oder? Wollen wir mal checken? Du siehst mich nicht. Wo geht er lang? Er geht mit Sicherheit zu mir, kommt er jetzt nochmal. Ich bin der Meinung, der wird jetzt gleich nochmal zu mir kommen. Ich glaube, der ist jetzt da lang gegangen. Einmal außen rum. Geht jetzt hier wieder nach links dann. Und läuft quasi jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Ja, noch sehe ich ihn nicht. Aber eigentlich macht es ja Sinn, genau. Er läuft jetzt, kommt jetzt hier rein. Genau. Da ist er. Hier. Nietzsche. Jetzt geht er wieder raus. Weiß noch nicht. Er wird jetzt nämlich in dem Nebenanraum sein. Gehen wir ganz kurz die Batterien wechseln. Hört er uns?
ich bin ganz schnell weg. Ihr wollt ihm nur wegkommen. Okay, jetzt haben wir den auf jeden Fall schon mal safe. Okay, wir haben jetzt die zwei Pumpen angemacht. Das ist schon mal geil. Und jetzt müssen wir noch den Main anmachen. So, Johnny ist durch. Schon ein bisschen Schiss, ne? Okay, er scheint anscheinend woanders lang zu laufen. Nein. Er macht den Schrank neben uns auf. Ja, ja, es war ein Geist. Just a ghost. Ist die Tür nicht da links? Seh dich doch da wackeln, oder? Ey, ich seh nix. Ich seh, das ist so zum Kotzen. Du siehst nix. Da ist auch nochmal eine Tür. Bin ich hier lang gegangen? Warum? Ach, ich bin durch die Tür gegangen. Ja, du Muschi, Alter. Ja, lass mich hier durch! Lass mich hier durch! Lass mich hier durch! Lassen Sie mich hier durch! Verstecken. Hat er gerade wirklich gefragt nach Marco? Denkt er, ich antworte ihm mit Polo? Ich glaube nicht. Bitte mach jetzt nicht auf, Alter. Alter, ich glaube, ich bin jetzt gerade in dem richtigen Raum, um die Main Pump anzumachen. Okay, 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 okay. Wir sagen jetzt erstmal, wir halten jetzt hier an. Ich habe nämlich gerade mal kurz den Blick quasi in meine Aufnahmetool geschmissen und sehe gerade, dass wir schon lange über 30 Minuten gekommen sind. Ob wir den Main, die Mainpumpe ankriegen und den Strom und den Generator wieder zum Laufen kriegen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder Spaß bei Outlast, bei meinem leichten Versagen und Erschrecken. Schaltet wieder ein, wenn es soweit heißt, Outlast. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal schön reingehauen.